Ventil funktioniert. Okay. Ihr könnt es gern versuchen. Das ist ja fast schon unfair. Kroganischer Todesschuss. Sprechen Sie bitte nur für sich selbst. Ich bin nicht einmal eine Agentin. Machen Sie es einfach so wie Shepard. Überlassen Sie den anderen die Schwerarbeit. Was? Wäre es wohl möglich, dass die Comedians auch mal was treffen? Ja, wäre schön. Alter, ich versuche hier Geschichte zu lernen. So, jetzt. Jahr 1896 CI. Entfernung illegaler. Beziehungsweise der Kroganer. Hammer und Mako, weiter vorrücken. Jawohl. Okay, jetzt können wir uns das anhören. Jahr 1896 CI. Entfernung illegaler KIs. Kammer C940. Das sind die letzten KIs auf der Citadel. Diese Auslöschung ist gegen das Gesetz. Warum halten Sie daran fest, obwohl die Anhörung unseres Einspruchs noch gar nicht stattgefunden hat? Ruhe! Sie wissen, dass der Rat niemals sein eigenes Edikt zurücknimmt. Warte auf Ihren Befehl, Sir. Löschen Sie uns nicht aus. Los! Irgendwie scheinen die KIs nie wirklich böse zu sein. Na gut, außer die vom Overlord-Projekt. Aber ansonsten waren die ja auch relativ friedfertig scheinbar. Aber wir wissen, haben halt nur die eine Nachricht. Das sagt noch nicht sehr viel aus. Kommt C-Sicherheit uns nicht irgendwann mal zu Hilfe? Greifen Sie die Eindringlinge nicht an. Warten Sie bitte auf das Eintreffen der Sicherheitskräfte. Ich greife die Eindringlinge an, wann ich will und so viel ich will. Was? Gareth, würdest du bitte? Also ich muss sagen, Überlastung, Headshot. Funktion entdeckt. Verständigen Sie bitte das Wartungspersonal. Jahr 2183 CE. Schlacht um die Citadel. Angriff des Geth-Schlachtschiffs. Kammer X5. Sie sehen, dass schon in den ersten Minuten des Angriffs der Sakara-Bezirk nahezu vollständig zerstört wird. Unterbrechung. Spectre-Status erkannt. Commander Shepard. Die folgenden Informationen unterliegen der Geheimhaltung. Ja. Der unbekannte Aggressor ist vermutlich ein Reaper, der beim Angriff auf die Citadel Hilfe von dem abtrünnigen Spectre Saren erhält. Der Reaper Sovereign wird von der 5. Flotte zerstört. Wow. Unglaublich geheime Informationen. Jeder, der dabei war, hat's mitbekommen. Wo bist du denn hin, Prinzessin? Sag brav, bitte, dann macht Drax vielleicht mal eine Pause. Macht mal, dann sehen wir weiter. Der Proteaner hingegen macht keine derartigen Zusagen. Achtung, feindliche Drohnen. Er stellt alle feindlichen Handlungen an. Wer sich mit Shepard anlegt, kriegt es mit mir zu tun. Ich hoffe, eines Tages auch über Kampffähigkeiten zu verfügen, so wie er. Glyph ist total nutzlos. Commander, ich habe 18 bislang unbekannte historische Ereignisse katalogisiert. Schön. Wo ist das Ziel, Glyph? Es sucht nach einer geheimen Kammer und wollte nicht gestört werden. Was? Ich habe es mit Ihnen verwechselt. Alter, Junge. Sieht doch gar nicht aus wie der. Blöde Maschine. Ich sehe doch gar nicht aus wie er. Ich komme mir das Ganze wie ein reinster Slapstick vor. Was haben wir hier? Geld. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin?
andere Seite? Nach oben? Der Ziel finden. Ja. Na, da runterspringen wird nicht das Ziel sein. Da hinten ist irgendwas. Hier unten, keine Ahnung. Ich bin verwirrt, wo wir hin müssen. Oder lebt hier irgendwo noch einer? Nee. Durch die Tür da vorne sind wir gekommen, oder? Ach nee, Glyph steht davor. Okay, da müssen wir da durch. Sind wir nicht von hier gekommen? Ach nee, von da vorne. Warum geht das hier runter? Ich dachte, das wäre symmetrisch aufgebaut. Diese Anlage ist verwirrend. Ein Computer, irgendwas. Ich glaube, Glyph führt uns. Kann das sein? Ach, fuck. Kriegen wir hin. Da versucht man seinen Freunden zu helfen und schon kämpft man gegen Mac. Danke, Leute. Viel Glück. Zack. Ich habe schon wieder das Falsche gedrückt, ne? Das hat sicher wehgetan. Ist ja schon down? Nee. Das Gute ist, durch die Rauchbüsten kann man diese Macs trotzdem treffen. Weil die sowieso den wenn man sie nicht sehen kann an irgendeiner Stelle, dann stehen sie komplett im Rauch. Oh ja, das ist immer ein wunderschöner Anblick, wie Weihnachten. Warum sind hier sind 3 Milliarden Leitern? Da alle laufen irgendwo rum. Eine größere Gruppe Soldaten, die sich Razor-Trupp nennt, ist direkt vor uns. Das ist interessant. Sie will ihnen körperlichen Schaden zufügen. Außerdem habe ich in Kammer 347b ein Paarungstotem. Faszinierend. Das ist, ja, ich bin... Organischer Todesschuss! Mein Bodycount ist höher als der von Ihnen allen zusammen. Ich find's gut, dass Glyph immer zu denen hinfliegt und versucht. Nach 7 Jahren Dienst erhalten Sie ein Sabbatjahr auf einem Planeten Ihrer Wahl. Ich würde gerne mit Ihnen. Bitte sehen Sie davon ab, mich zu beschießen. Lieutenant Vega, ich habe einen Pizzalieferanten der Boden. Achtung! Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Hallo, wie geht's euch? Ihre Chance, diese Konfrontation zu gewinnen, liegt bei lediglich 0,4%. Lustig. Achtung, feindliches Soldat. Ihre verbleibende Lebenserwartung beträgt derzeit 15 Sekunden. Fallen. Onkel Erdnord hat ein Geschenk für dich! Hey, ich steig mal auf die Schrot hier um. Ich will gar nicht so viel reden, weil die Sprüche... Hi. Die haben auf jeden Fall die besseren Schilde. Also ich muss sagen, diese Schwersoldaten halten viel aus. Hier, Drohne hinter dir.
komm. Organischer Todesschuss. Die Waffe wollte ich eigentlich gar nicht. Team Razor kann nix. Ich will ein neues Team. Los. Schon? Als hätte ich mal wieder jedem den Arsch gerettet. Hammer und Mako, weiter vorrücken. Klar, ich würde mich gerne erstmal übergeben, falls keiner was dagegen hat. Mach nur. Irgendwer wird's schon wegwischen. Ein sinnloser Zwischenraum. Und eine Cutscene. Die Tür öffnet sich so langsam, dann ist es meistens eine Cutscene. Ziel eliminieren. Ziel. Ah, okay. Möchte mich aber hier umgucken, wenn wir schon mal da sind. Hallo, Glyph. Commander, Ihr anderes Ich möchte, dass ich eine Nachricht an Sie weiterleite. Shepard, sparen Sie sich die Mühe. Sobald ich habe, weswegen ich hier bin, sind Sie ohne Bedeutung. Los, Drohne, übermitteln. Das ist mir egal, weil du tot bist. 710 CE. Kroganische Genophage. Freisetzung. Kammer T101. Wir haben unsere Befehle. Die Freisetzung der Genophage gegen die Kroganer wurde autorisiert. Nicht von meiner Regierung. Ihre Regierung hat sie erfunden. Wozu soll eine Waffe gut sein, wenn man sie nicht einsetzt? Sergeant Tavis, fesseln Sie ihn. Lautet unser Befehl wirklich so, Sir? Das ist Genozid? Sergeant Haut, fesseln Sie beide. Ich drücke selbst auf den Knopf. Eines Tages, Salarianer, werden Sie uns dankbar sein. Freisetzung beginnt. Tja, und jetzt ist die Genophage wieder weg. Irgendwer ist hier am Ballern. Es ist interessant, wie viele Informationen hier sind. Warum sind wir hier nicht vorher mal hingekommen? Jahr 693 CE. Erster Spectre. Rekrutierung von Belo Gurji. Kammer S1. Belo Gurji. Sie werden beschuldigt, 30 Zivilisten als Köder benutzt zu haben, um ihr Ziel herauszulocken und zu ermorden. Ich wusste, dass sie überleben würden. Vermutlich. Sie werden freigelassen. Der Rat möchte, dass sie eine neue Spezialgruppe für Taktik und Aufklärung einrichten. Ein Bürojob? Nein, danke. Das ist kein Bürojob. Spectres werden die Besten der Besten sein. Sie sind vor Strafverfolgung geschützt und unterstehen nur dem Rat. Und Sie werden der Erste sein. Das dürfte so ziemlich das beste Jobangebot der ganzen Galaxie sein. Ich bin dabei. Klang nicht so, als würde man ihn gerne haben. Der Nächste, der das sagt, ist gefeuert. Anscheinend. Der andere Commander ziemlich cholerisch. Kollateralschäden sind ihm gleichgültig. Eindringlinge wurden entdeckt. Begeben Sie sich bitte zum nächsten Notausgang. Hi. Und tschüss. Wie kommt Rex immer so schnell? Sieht sicher aus. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, was jetzt wir sagen und was. Team Hammer, wir sind unterwegs zur nächsten Ebene. Was ist Ihre Position? Hammer, hören Sie mich! Emma? Wir versuchen einen Weg frei zu machen, Commander. Hammer ist schon vorgerückt. Wir wollen den ganzen Spaß für sich alleine haben. Habe ich dem gerade das Schild ausgeschossen? Zack. Okay. Ich glaube, der ist einfach nur gestorben. Die Vorhaut ist jetzt plötzlich die Nachricht. Deine Schilde! Wir sehen den Klon, Shepard. Mako rückt vor. Jahr 580 BCE. Wo willst du denn hin, Prinzessin? Ja, ja. Okay, Moment. Was haben wir hier? 580 BCE. Erste Citadel-Landung. Logs der Entdeckung. Kammer A5. Die Annäherung an die geheimnisvolle Raumstation verlief ereignislos. Beten wir zur Göttin, dass es so bleibt. Wir unternehmen in Demut für alle Asari diesen Schritt, der das Schicksal unseres Volkes für immer verändern wird.
Die Kreaturen, die uns begrüßen, scheinen harmlos und unfähig zur Kommunikation zu sein. Ihre Intelligenz ist unbekannt. Erste Beobachtungen zeigen, dass ihre Aufgabe anscheinend bewahrenden Charakter hat. Wir beginnen mit unserer Erkundung. Stimmt, irgendwann müssen die Citadel mal gefunden haben und so ein Megaschiff, das einfach irgendwo rumschwebt, ist wahrscheinlich doch eher Team Mako, unheimlich. Wir sind hinter Ihnen. Wie ist Ihr Status? Mako, wo sind Sie? Warum antworten jetzt die ganze Zeit nicht? Oh. Das sind wir. 2183 CE. Beratungen über den ersten Spectre der Menschen. Kammer SH1. Commander Shepards aktuelle Erfolge stehen außer Frage. Aber der Rat hat keine Informationen über seinen Hintergrund. Shepard wurde auf der Erde geboren und wurde früh zum Waisen. Er überlebte auf der Straße und meldete sich mit 18 zum Militär. Gibt es etwas aus Shepards Militärakte, das Sie besonders hervorheben möchten? Viele in der Allianz halten Shepard für einen Kriegshelden. Er hat zum Beispiel auf Elysium ganz allein einen Angriff zurückgeschlagen und so den kompletten Trupp gerettet. Danke für Ihre Präsentation und an alle, die hier gesprochen haben. Der Rat wird seine Entscheidung bezüglich der Eignung von Commander Shepard als Spectre noch heute bekannt geben. Okay. Wer auch immer das war. Commander, hören Sie mich! Wie ist Ihr Status? Ihr anderes Ich stört unseren Funkverkehr. Hammer und Mako versuchen vorzustoßen und ihm den Weg abzuschneiden. Aber ich wurde getroffen und brauche Hilfe. Bitte beeilen Sie sich! Ja, wir sind unterwegs. Komme. Das heißt nichts Gutes. Brooks, die Kammer schließt uns ein. Gibt's ein Override? Ich sehe keinen. Cortez? Brooks? Hören Sie mich? Sind Sie auf dieser Frequenz? Die Kurzantwort lautet nein. Sind Sie nicht. Die lange Version lautet, dass Ihre Freunde in Iridium-Kammern festsitzen und vergessen werden. Für immer. Andere wissen davon. Von Ihnen. Die Allianz wird Sie aufhalten. Was denken Sie, Analystin Brooks? Wird die Allianz uns aufhalten? Keine Ahnung. Ich arbeite gar nicht für Sie. Oh. Das ist interessant. Die ist verdammt gut im Schauspielern gewesen. Aber Hackett wird es erkennen. Anderson wird es erkennen. Der Rat wird es erkennen. Die Leute auf der Normandy, die werden es erkennen. Edi fehlt. Die Kroganer werden es erkennen. Die Quarianer werden es erkennen. Die Geth werden es erkennen. Die Asari werden es erkennen. Die Turianer werden es erkennen. Man kann Shepard nicht einfach ersetzen. Wer sind Sie? Und glauben Sie wirklich, dass ich Sie nicht erwische? Mein Name ist unwichtig. Ich behalte keinen länger als ein paar Tage. Und wenn der Unbekannte mich nicht findet, schaffen Sie es auch nicht. Sie sind Cerberus? Ich war. Mr. Unbekannt und ich waren nicht einer Meinung. Er ist ein skrupelloser Irrer. Ich bin nur skrupellos. Warum haben Sie mir keine Zusammenarbeit vorgeschlagen? Haben wir doch. Ich habe die ganzen Dossiers für Ihre Selbstmordmission zusammengestellt. Die Kollektorenbasis? Der Salarianische Doktor, die Asari Justikarin, der Turianer. Schön, Sie endlich zu treffen, Archangel. Angenehm. Das waren alles Fehler. Wir waren eine Pro-Mensch-Gruppe, die Aliens um Hilfe bat. Ich habe einfach gewartet, bis ich ein anderes Sie fand, das meiner Meinung war. Ich weckte ihn auf. Was sollte das Ganze? Eigentlich wollten wir nur Ihren Spectre-Code. Da ist Shepard! Spectre-Zugriff erteilt. Aber dann überlebten Sie den Anschlag und setzten Ihre verdammte Asari ein. Ich musste neu kombinieren.
Der Waffenhändler. Elijah, ich bin's. Wir müssen reden. Was zum Teufel ist los? Wenn diese Waffen zu mir zurückverfolgt werden... Oh! Werden sie nicht. Aber dann hätte ihr Sexbot ja die Daten wiederherstellen müssen. Und jetzt sind wir ja hier und dämmen das Problem ein. Na, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir haben eine KI dabei. In der Minute, der Sekunde, wo ich hier rauskomme, gehört ihr Kopf mir. Er kommt ins KIZ der Normandy. Und dann stelle ich seinen Kopf direkt daneben. Und dann nehme ich ihre Köpfe und werf sie aus der Luftschleuse. Vorher zermale ich ihre Schädel zu Staub. Das klingt sehr dramatisch. Und wenn mir jemand wie Commander Shepard drohen würde, wäre ich besorgt. Aber sie sind nicht Shepard. Nicht mehr. Sie hatten Miranda, ich habe sie. Meine hat mehr Biss. Es war schön, solange es andauerte. Was machen Sie da? Dinge in Ordnung bringen. Erinnern Sie sich? Sie sind der erste menschliche Spectre, Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Nur haben Sie irgendwo unterwegs Ihre gesamte Spezies vergessen. Sie haben mehr Aliens das Leben gerettet als Menschen. Und er hat niemanden gerettet. Und außerdem sind diese Aliens erstens meine Freunde und zweitens ist es völlig egal, wo ein Lebewesen herkommt. Und sie beenden Leben immer nur. Sie sind lausig in meiner Rolle. Das Einzige, was man nicht duplizieren kann, ist der Handabdruck. Das Leben formt ihn, nicht die DNA. Was ein Problem ist. Computer, Ratsakten aktualisieren. Subjekt, Shepard. Menschen, Spectre. Aktenzugriff. Bitte neue Daten eingeben. Gut, dass da kein Passwort vor ist. Daten aktualisiert. Guten Tag, Commander Shepard. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Die Normandy braucht ihren Captain. Ich sollte gehen. Leben Sie wohl, Commander. So sterben also Legenden. Helfen Sie mir. Haben wir früher bei solchen Sachen nicht immer gewonnen? Ich sollte gehen. Klinge ich wirklich so? Solange ich Sie kenne, schon. Haltet mich für pingelig, aber sollten wir uns nicht Sorgen machen wegen der Kammer, in der wir jetzt für immer eingeschlossen sind? Ich bin noch nicht so langweilig. Ich sag viel cooleren Kram. Ich bin selbstsicherer als er. Mit mehr Kontrolle. Ich sage eher, das ist vorerst alles. Sehr kroganisch. Zeigen, wer der Boss ist. Luft ist hier drin auch nicht viel. Eine Stunde mit viel Glück. Oder manchmal, wir reden später. Denn wissen Sie was? Das sage ich nie. Dann wollen Sie mehr. Und sonst haben Sie keine Sorgen, Shepard? Hm? Oh, Glyph, bist du noch da? Jawohl, Commander. Mach das Ding auf und such die anderen. Niemand stiehlt mein Schiff. Nicht mal ich.